Zu Verkehrsbehinderungen ist am Freitagmorgen an der Autobahnabfahrt nahe des Kasseler Einkaufszentrum Deetz gekommen. Dort lag ein Container im Straßengraben. Gegen 7.45 Uhr hatte ein Lastwagenfahrer aus Bochum gemeldet, dass er im Bereich der A49-Abfahrt Aue-Stadion einen 22 Tonnen schweren Ladungscontainer verloren hatte. Die Polizei forderte zur Bergung zwei Kräne an. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt oder weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Straße war während der Bergung in beide Richtungen gesperrt.